Yo Leute, demnächst wird ein Video kommen, wo ich euch die 7 besten bzw. mächtigsten Schwertkämpfer Westeros vorstelle. Bis dahin geht es jetzt aber erst einmal weiter mit Aegon dem Vierten oder wie er auch genannt wird, Aegon der Unwerte. Diesen Namen hat er sich völlig zurecht verdient, denn kein König vor oder nach ihm war so grausam, fett, psychopathisch, krank und ungeeignet. Aegon der Vierte war während seiner Kindheit ein edler Bursche, der den Tanz, die Jagd und den Umgang mit Schwert und Lanze liebte. Zu Hofe war er damals der klügste Prinz, doch er hatte einen großen Makel, es fehlte ihm an Selbstbeherrschung. Als er den eisernen Thron bestieg, begann seine Missherrschaft mit kleinen Vergnüglichkeiten, doch diese kleinen Taten wurden nach und nach zu großen, die das Reich noch generationenlang heimsuchten und plagten. Maester Cath schrieb nieder, Aenys war schwach, Maegor war grausam und Aegon der Zweite war habgierig, doch keiner von ihnen regierte annähernd so schlecht wie Aegon der Vierte. Aegon bestellte sich Männer an dem Hof aufgrund dessen, dass sie ihn belustigen können, nicht wegen ihrer Weisheit, ihrer Ehrlichkeit oder ihren Adels. Mit den Frauen ging es meist genauso. Aegon war durstig nach Geschlechtsverkehr und so schenkte er unbezahlbare Schätze den hohen Adelsherren, damit er ihre Töchter schwängern dürfe. Nicht nur mit adligen Prinzessinnen verkehrte er, auch die minderwertigsten Huren des Hofes befriedigten ihn und Aegon ließ eine Nacht erst beendet sein, wenn er in die Frau ergossen hätte. Die einzige Frau, die Aegon keinem Spaß brachte, war seine Schwestergemahlin Nerys, die immer noch ihrem Bruder Aemon hinterherhing. Die Chroniken berichten, dass Aegon 9 Mätressen gehabt hätte, also Geliebte, die von überall herkamen. Prinzessin Dana, die keine Mätresse war, gebar Aegon allerdings einen Sohn, der noch von großer Rolle sein wird, nämlich Daemon. Daemon wurde im Rotenbergfried großgezogen und wurde durch weise Meister und Schwertkämpfer ausgebildet. Aegon schlug Daemon im Alter von gerade einmal 12 Jahren zum Ritter, nachdem er ein Knappenturnier gewonnen hatte. Damit war Daemon der jüngste Ritter aller Zeiten. Er wurde sogar noch jünger gekürt als Maegor Targaryen. Der Zwist des Königs mit seiner eigenen Familie nahm an Heftigkeit zu, als Aegons Sohn Darren seine Meinung kundrief. Aegon wollte Dorne zum Reich fügen, währenddessen Darren im Frieden handelte und einen Krieg aus dem Weg gehen wollte, denn er war mit der Tochter des dornischen Fürsten liiert. Aegon verärgerte dies und drohte immer wieder an, Darren zu enterben. Der immer fetter werdende König wurde immer unfähiger und Darren bekam nach und nach mehr Befürworter, die ihm auf den Thron sehen wollten. Als Aegon doch Pläne für einen Angriff auf Dorne schmiedete, ließ er sogar von den Pyromantikern aus der Alchemiegilde Holzgestelle bauen, die Seefeuer speien konnten, seine eigenen sogenannten Drachen. Die Drachen gingen jedoch zu Bruch beim Versuch, dieses zu transportieren. Das Reich wurde zudem geschockt, als Aegon seinen Bastard Daemon das legendäre Targaryen-Schwert Schwarzfeuer schenkte. Daemon nannte sich daraufhin Daemon Schwarzfeuer. Aegon wurde so fett, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Es wimmelte nur so von Fettwürmern und seine Gelenke verfaulten. Als letzten Akt vor seinem Tod tat er dies, was niemals hätte passieren dürfen. Auf seinem Sterbebett legitimierte er alle seine Bastarde von niederer bis hoher Geburt. Das hatte zur Folge, dass jeder seinen Thronanspruch stellte und Aegon so das Reich mit einem jahrelang andauernden Bürgerkrieg verließ. Wir sind wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem History-Video über seinen Nachfolger Darren den Zweiten und der ersten Schwarzfeuer-Rebellion. Bis dahin, macht's gut, ciao!